Hallo und willkommen zur Produktvorstellung von Hypoterra. Wir stellen heute vor den SBS 6000. Es handelt sich um einen Ballenauflöser, der Quaderballen auflöst. Dieser Ballenauflöser löst nicht nur die Strohballen auf, sondern er kann auch Strohlängen von 1 cm bis 15 cm Länge herstellen. Durch unser System kann auch eine Mischlänge von dem Stroh erreicht werden, sodass man 15 cm für das Auge hat und ganz kurzes Material für die erhöhte Saugfähigkeit. In unserem Betrieb entstauben wir das Stroh schon seit 15 Jahren und haben das auch bei dieser Maschine realisiert, dass wir das Stroh zu 97% entstauben. Da das Stroh in Säcken verpackt ist, ist die Ausbringung in die Box sehr einfach und in wenigen Sekunden erledigt. Das hier sind ungeschnittene Bilder und man kann sehen, wie schnell sich das Stroh verteilen lässt. Es ist ein großer Vorteil, dass die Maschine, also der Strohballenauflöser, während der Verarbeitung neu beladen werden kann. Der letzte Ballen, der aufgelegt wird, fungiert wie eine Buchstütze. Eine solide Arbeitsbühne, die wir integriert haben in das System, erleichtert den Umgang mit den Strohballen erheblich. Es ist ganz einfach, die Schnüre zu entfernen und es ist sehr sicher, sich auf dieser Bühne aufzuhalten. Das rote Hütchen gehört mit zum Sicherheitskonzept. Das rote Hütchen wird dorthin gestellt, wo der letzte Ballen ist, sodass klar ist, dass dieser Ballen noch die Schnüre entfernt haben muss. Nach dem Einschalten der Maschine kann man den Platz verlassen, denn die Maschine hat eine Zeitsteuerung, die genauso viel Zeit zur Verfügung stellt, wie an Strommenge benötigt wird. Das Ausblasen des geschnittenen und entstaubten Strohs erfolgt in diesem Falle in einem Container, der auf einem Anhänger montiert ist, kann aber auch in einen freistehenden Container hineingeblasen werden oder in einer dafür geeigneten Strohkammer. Die verwendete Strohkammer kann bis zu 35 Meter entfernt sein. Das geschnittene und entstaubte Stroh kann beliebig verteilt werden, über einen Stallgassencontainer oder über eine Volumenschaufel. Die Entnahme von dem geschnittenen und entstaubten Stroh aus dem dafür vorgesehenen Behälter ist sehr einfach. Wir verwenden dafür einen Fülltisch. Der Vorteil, das Material zu einem beliebigen Zeitpunkt aus der Vorratskammer herauszuholen, ist gravierend, da man zwischendurch alle möglichen anderen Arbeiten erledigen kann und sich wirklich erst um das Verfüllen von dem Stroh kümmern muss, wenn man dafür auch wirklich Zeit hat. Wir können hier in wenigen Sekunden einen Sack zwischen 15 bis 30 Kilogramm Strohmaterial füllen, um ihn dann später zur Einstreu in den Boxen zu verwenden.